Herzlich willkommen zum MBCAD Video Tutorial. Mein Name ist Falk Mayburg. Im dritten Teil unserer SOLIDWORKS Inspection Videoserie möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie mit dem Add-in ein Prüfprojekt erzeugen. Wir werden sehen, wie Sie ein neues Projekt beginnen, die Projekteigenschaften festlegen und die Positionsnummern vergeben. Ich wechsle hierzu in eine bereits geöffnete SOLIDWORKS-Zeichnung. Um das Add-in nutzen zu können, muss dieses zuerst unter den Zusatzanwendungen aktiviert werden. Im Befehlsmanager erscheint ein neuer Reiter und wir beginnen ein neues Prüfprojekt. Hierzu wählen wir zuerst unsere Projekteigenschaften aus. Diese kommen direkt von den SOLIDWORKS-Dateieigenschaften und können durch einfaches Klicken hinzugefügt werden. Sind alle Projekteigenschaften hinterlegt, gehen wir auf Weiter und können nun festlegen, welche Prüfmerkmale wir auslesen wollen. Wir lassen das mal hier so bei diesen Einstellungen, wie sie gerade sind, und gehen auf Weiter und kommen zu den Toleranzeinstellungen. Hier gibt es drei Typen. Der erste Punkt nach Genauigkeit sind die Allgemeintoleranzen. Diese können wir hier unten in dieser Tabelle steuern. Der zweite Punkt nach Bereich ermöglicht uns das Festlegen von mehreren Toleranzbereichen, die wir auch hier unten eingeben können. Der dritte Punkt, Standardwerte des Dokuments, greift auf die Toleranzeinstellungen der Zeichnungsvorlage zurück. Ich wähle die Allgemeintoleranzen und bestätige. Sie sehen, wir haben 5 Positionsnummern bekommen. Eine Positionsnummer ist bei unserem Prüfmaß, das angehakt war. Die anderen Positionsnummern sind bei den Bezugshinweisen und bei der geometrischen Toleranz, die war auch noch mit angehakt. Wir möchten nun, dass jedes unserer Maße auf der Zeichnung eine Positionsnummer bekommt. Wir gehen dazu noch einmal zurück in die Projekteigenschaften, entfernen den Haken bei nur Prüfmaßen. Es kommt eine Warnmeldung, die bestätigen wir mit Ja, aktivieren Referenz- und Basisbemaßungen, bestätigen wieder mit OK. Auch hier kommt wieder eine Hinweismeldung, wir bestätigen mit Ja. Sie sehen, wie schnell jetzt diese Positionsnummer neu vergeben wurden. Und wir können links im Property Manager sehen, welche Eigenschaften rausgefangen wurden. Jetzt können wir hier mal eine Eigenschaft anklicken und sehen sofort die ganzen Merkmale dazu, die dort hinterlegt sind. In der Zeichnung ist auch dieser Bereich dann blau markiert. Das heißt, wir wissen sofort, welches Maß hier angeklickt ist. Funktioniert andersrum genauso, wenn wir ein Maß in der Zeichnung anklicken. Ist das entsprechende Property Manager markiert und wir sehen auch hier die Merkmale dazu. Jetzt ist es so, wir haben jetzt auf unserer Zeichnung diese Positionsnummern vergeben. Wenn wir die Zeichnung speichern, sind natürlich diese Projekteinstellungen, diese Prüfprojekteinstellungen auf dieser Zeichnung hinterlegt. Wenn wir die Zeichnung jetzt aber in die Fertigung geben möchten, sind diese natürlich eher störend. Deswegen sind diese Positionsnummern, wie sie hier sind, auf einen Layer vergeben. Den können wir ein- und ausblenden. Jetzt sind die Positionsnummern weg und wir können die Zeichnung ganz normal ausdrucken und in die Fertigung geben. Wir aktivieren den Layer wieder und die Positionsnummern sind wieder da. Wenn uns die Positionierung der Positionsnummer nicht gefällt, können wir hier natürlich auch nacharbeiten. Einfach die Positionsnummer anklicken und entsprechend neu positionieren. Wir speichern jetzt unsere Zeichnung ab mitsamt ihren Projekteigenschaften. Und werden dann im weiteren, im nächsten Teil, den Datenexport in unsere Prüftabelle tätigen. Sie haben gerade gesehen, wie schnell ein Prüfprojekt mit dem Add-in erstellt wurde. Durch das Auslesen aller Merkmale aus der SOLIDWORKS-Datei kommt es zu keinen Übertragungsfehlern innerhalb der Projekte. Und auch die Verwaltung zusätzlicher Dokumente entfällt durch die Layer-Steuerung und Speichern der Projekteigenschaften in der Zeichnung. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen ersten Eindruck über die Arbeitsweise mit dem SOLIDWORKS Inspection Add-in vermitteln und freue mich darüber, Sie im nächsten Teil der Videoreihe wieder begrüßen zu dürfen. Weitere Videos finden Sie unter www.facebook.com/mbcad.